Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge der FC Arsenal Karriere. Und zwar heute zuallererst erstmal mit den Länderspielen, denn wir haben letzte Folge die Nationaltrainer-Anfrage von Belgien angenommen und jetzt sind wir Nationaltrainer von Belgien. Da beginnt das natürlich direkt erstmal mit ein paar Testspielen. Wir spielen jetzt zuerst gegen Russland hier und danach spielen wir noch gegen die Elfenbeinküste. Danach habe ich mal überlegt, machen wir auch mal auswärts eine Simulation, auch wenn das meistens schlechter ist, aber der ein oder andere möchte, dass wir auch mal simulieren, deswegen passt das da ganz gut. Ich möchte nämlich auf jeden Fall die Champions League spielen und danach haben wir noch ein Auswärtsspiel, das werden wir auch in dieser Episode spielen. Also wir spielen heute einmal gegen Norwich City und gegen Olympiakos, ich denke mal, das passt ganz gut und dann haben wir noch drei Simulationsspiele dabei. Erstmal müssen wir uns jetzt natürlich darum kümmern, wie stellen wir uns überhaupt auf gegen die Russen. So, wir schauen erstmal, wen wir hier so haben. Auf jeden Fall werde ich hier keinen Kevin De Bruyne auf der Bank schmoren lassen. Der ist so ein rechter Mittelfeldspieler hier. Dann haben wir noch einen Benteke Hazard. Haben wir auch, ach, das ist ein anderer Hazard. Courtois im Tor dürfte eigentlich passen. Dann haben wir noch Zawanda. Hier müsste eigentlich auch irgendwo, ne, den Bruder von Lukaku haben wir wahrscheinlich gar nicht mitgenommen. Wir werden aber direkt erstmal mit Kompany spielen. Wir gehen einfach mal ins erste Spiel rein mit Bestbesetzung, würde ich mal sagen. Mertens können wir auch nochmal hier irgendwie auf die Bank mitnehmen. Ich weiß nicht, ob der spielen sollte, sogar für Dembele. Machen wir einfach mal. Und dann gehen wir einfach mal so, ich denke mal mit Bestbesetzung, ins erste Spiel hier gegen Russland. Mal sehen, ob wir das direkt mal gewinnen können. Unser erstes Spiel als belgischer Nationaltrainer. Bei Deutschland lief das ja ganz gut. Da haben wir die ersten beiden Spiele gewonnen. Ich glaube 4:1 und 3:0. Also ziemlich, ziemlich deutlich. Und jetzt geht es hier los. Mit direkt einem verschossenen Elfmeter von Eden Hazard. Das wird sein Bruder wahrscheinlich nächstes Mal besser machen, wenn er vielleicht nur eingewechselt wird. Vielleicht wird ja der Wechsel Hazard für Hazard stattfinden. 1:0 für uns, aber Russland gleicht ziemlich schnell aus. Danach auch noch vermalen mit einer roten Karte. Kompany auch noch mit Gelb. Also unsere Innenverteidiger haben es wohl mit den Karten. Lukaku macht jetzt die Führung mit 2:1 und ich hoffe, wir können das über die Zeit bringen. Ja, wir gewinnen unser erstes Spiel als belgischer Nationaltrainer. Das ist doch schon mal ganz gut. Spieler auskuriert und Spieler gesperrt, das habe ich schon mitbekommen. Wir werden jetzt gleich einfach mal komplett durchwechseln. Alle, die so ein wenig fit sind, die werden wir einfach spielen lassen. Wir schauen uns das einfach mal an. Aber das sind alle fit jetzt so. Aber alle, die auf der Bank sind, würde ich eigentlich ganz gerne auch mal einwechseln. Wie einen Miralas, dann haben wir hier noch Hazard, den anderen Hazard. Dann haben wir hier noch Lomberts oder so ähnlich. Der wird den einfach mal hier spielen. Ich glaube, wir hatten sogar noch einen Innenverteidiger. Ne, wir hatten viele Rechts- und Linksverteidiger. Kann einer von denen vielleicht auch Innenverteidiger spielen? Das ist natürlich ärgerlich, denn wenn wir ihn hier als Linksverteidiger spielen lassen, vermalen, ist er sowieso mit Rot vom Platz geflogen. Und der wäre eigentlich sogar Innenverteidiger. Das ist natürlich ärgerlich. Im Tor wird Mignolet spielen. Der wird einfach mal Vertong in zwei Halbzeiten spielen. Das wird, glaube ich, ganz in Ordnung. Und sein Bakkali, auch ein richtig, richtig junger Spieler. Den können wir auch mal reinbringen. Witzel hat gerade eben gespielt. Kompany Zawanda. Den lassen wir auch auf der Bank trotzdem. Dann haben wir noch Hazard. De Bruyne hat gerade eben gespielt. Den haben jetzt, glaube ich, alle gerade eben gespielt. Wir können auch hier auf der Bank noch ein bisschen was ändern, damit da wenigstens noch die fitten Spieler mit dabei sind. Aber ich denke mal, so passt das jetzt ganz gut. Kompany bleibt noch zu Hause und dann werden wir so ins nächste Spiel gehen. Ein paar Spiele natürlich doppelt, aber ich denke mal, das kann man auch verkraften. Sind jetzt sowieso nur Testspiele. Auf die kommt es jetzt nicht unbedingt drauf an. Erstmal möchte ich mich sowieso noch auf Arsenal konzentrieren. Das Ganze wollen wir nicht spielen. Ich möchte mich erstmal noch auf Arsenal konzentrieren. Und dann, wenn die EM beginnt, dann wird es auf jeden Fall hier richtig, richtig interessant. Belgien gegen die Elfenbeinküste. Die haben auch richtig, richtig interessante Spieler mit einem Yaya Touré, der da wahrscheinlich als Kapitän aufläuft. Ich sehe ihn jetzt nicht. Aber wir haben auf jeden Fall einen schnellen Gervinho im Sturm, ich sag schon im Tor. Gradell macht erstmal das 1:0. Das ist natürlich nicht so passend, wie ich mir das vorgestellt habe. Lomberts verletzt sich auch noch. Uiuiui, ich glaube, wir verlieren jetzt gerade hier gegen die Elfenbeinküste mit unserem Kader, der echt richtig, richtig viel Potenzial hat. Deutschland gewinnt allerdings auch nicht. Die stehen gerade bei 2:2 gegen die Schweiz. Und wir verlieren echt. Wir verlieren gegen die Elfenbeinküste durch ein Tor von Gradell. Ist jetzt nicht so dramatisch, sag ich mal, weil es ist halt nur ein Simulationsspiel erstens und zweitens ist es nur ein Testspiel. Deswegen nehme ich das jetzt so ein bisschen auf die leichte Schulter. Also wir werden einfach mal sehen. Bilic geht erstmal nach oben. Das freut mich. Hat jetzt die 66 erreicht. Ren Adelaide soll auch mal baldig auf die 66 zugehen, weil das ist ein Spieler, auf den werden wir auf jeden Fall noch setzen in der Zukunft. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher und ihr mochtet den bisher auch ganz gerne. Deswegen denke ich, ist das auf jeden Fall ein Spieler, auf den wir auch in der Zukunft setzen. Jetzt geht es zum ersten Simulationsspiel in der Liga. Ihr seht, alle Spieler sind fit.
Das bedeutet, wir laufen so aus und wir laufen so aus, sage ich schon. Heute läuft das irgendwie nicht ganz so mit der Sprache. Und West Brom mit einer richtig, richtig geilen Bilanz. Die letzten drei Spiele alle gewonnen. Da habe ich jetzt schon ein bisschen Angst. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass wir das verlieren, ja. Wie gesagt, wir sind 1-0 hinten durch Gardner. Normalerweise würde ich auch niemals ein Auswärtsspiel simulieren. Nur es haben so viele gesagt, dass ich simulieren soll, dass ich das jetzt einfach mal machen musste. Lacazette gleicht in der 43. Minute aus und Kaká verletzt sich. Das ist natürlich richtig, richtig ärgerlich. Campbell jetzt erstmal mit der Führung. Und vielleicht gewinnen wir das sogar hier gegen West Brom. Nach einer Niederlage sogar. Wir gewinnen hier gegen West Brom nach einer Niederlage. Richtig, richtig stark. Natürlich wieder Lacazette mit einem Tor. Und jetzt geht es als nächstes erstmal Richtung Champions League gegen Olympiakos. In der Champions League sind wir ja noch nicht ganz so auf dem Laufen. Und wir müssen uns jetzt langsam im klaren Bewusstsein zurückrufen, sodass wir das jetzt auf jeden Fall gewinnen. Weil wir müssen uns so ein bisschen im Klaren sein, dass es jetzt auf alles drauf ankommt. Wenn Olympiakos gewinnt und die anderen Spiele auch gewinnen, dann können wir nicht mehr aus eigener Hand da vorbeigehen. Das heißt, wenn wir es heute gewinnen, gehen wir auf die 9 Punkte und dann sind wir durch. Wenn wir verlieren, dann wird das richtig, richtig gezittert. Das bedeutet, das müssen wir gewinnen. Der beste Kader muss auf den Platz. Und das werden wir auch auf jeden Fall machen. Hier noch einmal die ganzen Nachrichten, die jetzt unwichtig sind. Aber hier schauen wir mal. Oh mein Gott. Ich hoffe, es steht nicht direkt vor der Tür. Das kann eigentlich gar nicht sein. Okay, kurz gezittert. Ich dachte gerade eben schon, wow, wie angeschlagen sind die denn? Aber das ist nicht der Fall. So, es sind ein paar angeschlagen. Renaldo kann man auf jeden Fall ersetzen. Kaká, bitte lass den nicht lange ausfallen. Sonst sind wir echt da richtig, richtig arm dran. Özil ist auch schon verletzt. Was wollen wir da noch machen? So, wo haben wir denn Rosicki? Da haben wir Rosicki. Der müsste da eigentlich spielen. Kann Walcott da spielen? Nee, schade. Walcott wäre auch ein Spieler, den ich da echt gerne eingesetzt hätte. Aber das klappt leider nicht alles. Wir schauen uns einmal an, wie lange Kaká verletzt ist. Und danach kümmere ich mich um die Aufstellung. Aber erstmal möchte ich mich jetzt echt... Fuck. 6 Wochen fällt er aus. Das bedeutet, er wird wahrscheinlich nicht mehr so viele Spiele für uns machen. Hat eine phänomenale Saison gespielt und fällt jetzt aus. Das ist natürlich ärgerlich. Renaldo fängt meiner Meinung nach erstmal trotzdem an. Ich bin da eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass der ein geiles Spiel spielen wird. Dafür bleibt Koscielny erstmal auf der Bank. Gabriel kommt dafür rein und den Rest können wir meiner Meinung nach so lassen. Ich denke mal, das ist so gut wie gleichwertig mit unserer Erstbesetzung, wenn wir da jetzt einen Rosicki drin haben oder einen Manolas. Die werden jetzt nicht, nee, nicht Manolas, sondern Koscielny. Die werden da jetzt nicht so große Unterschiede hervorbringen, denke ich mal. Es schneit nicht, das bedeutet, wir können so direkt ins Spiel gehen. Das Spiel gegen Olympiakos geht jetzt los. Das war richtig, richtig schön von Bellerin. Jetzt da Lacazette vorne sehen. Der kann direkt mal in die Mitte gehen. Stark gemacht von Lacazette. Jetzt mit dem Pass da durch auf Renaldo. Und der fast mit seinem zweiten Champions League-Tor. Schade. Stark, jetzt Sanchez mit dem langen Pass auf Lacazette, mit dem richtig langen Pass auf Lacazette, der macht das gut. Der macht das richtig, richtig stark und jetzt haben wir hier die Chance über Renaldo, der legt ihn noch ab und da ist es das 1-0. 22. Minute, wir gehen mit 1-0 in Führung durch, nicht von durch Renaldo, sondern durch Oxlade-Chamberlain, aber schön gemacht von Lacazette, der macht die Lücke da auf für Renaldo und der ist nicht eigensinnig, legt den Ball lieber nochmal rüber, weil es hier wirklich um vieles geht und wir gehen mit 1-0 in Führung. Wir haben den Ball noch über Alexis Sanchez. Der wartet jetzt kurz, dass der Verteidiger kommt, dass er da in die Mitte gehen kann. Richtig schön von Sanchez und das ist ein klarer Elfmeter. Ich weiß nicht, wie man so einen Elfmeter zielen kann. Das war unbedacht wie nichts Gutes. Also ganz ehrlich, der hatte keine Chance da auf den Ball. Wir schauen uns das nochmal in der Wiederholung an. Leandro Salino, keine Chance auf den Ball, aber meint er noch, die Grätsche hinterher stecken zu müssen. Ich würde es ganz gerne nochmal in der Wiederholung sehen. Es gibt die gelbe Karte für ihn. Aber da muss man sich auch nicht drüber streiten. Hier keine Chance auf den Ball. Und Sanchez hakt da dann hinter und da gibt es den Elfmeter. Und Lacazette war bisher bei Elfmetern ziemlich, ziemlich souverän. Oh mein Gott, den habe ich nicht gut getroffen. Den habe ich überhaupt nicht gut getroffen, aber Lacazette macht das trotzdem gut. 43. Minute, wir gehen mit 2-0 in Führung. Situation befreit und da ist Lacazette. Der war nicht im Abseits. Stark gesehen. Lacazette jetzt mit dem Schuss. Und der ist nicht drin. Starker Schuss von Lacazette, aber der Pfosten rettet Olympiakos. Und da ist es der Anschlusstreffer. Schön die Abwehr überlupft und dann mit dem ersten Torschuss natürlich wieder direkt ein Tor geschossen. Stark gemacht von Olympiakos, schlecht verteidigt von mir. Jetzt noch einmal ein Konter da über Lacazette, der ist schnell genug, müsste er zumindest. Der Verteidiger ist aber deutlich fitter. Der muss Lacazette da mit Skills rumkommen. Stark gemacht von Lacazette und da ist er drin. Das ist eben ein abgebrühter Lacazette, der solche Dinge auch macht, der sich da durchsetzt und behauptet
Und dann macht er sein drittes Tor, glaube ich, in diesem Spiel. Damit hat er auch auf dem Champions League-Konto auch noch ein paar Tore. Nicht nur in der Liga Erster, ich weiß nicht, wie in der Champions League derzeit steht. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich abgebrüht gemacht von ihm. Stark und keine Chance für den Schlussmann. Stark gemacht von Koscielny. Jetzt Sanchez da, der spielt ihn durch auf Rosicki. Aber das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen mit 3:1, bin ich ganz, ganz klar mit zufrieden. Also muss ich ganz ehrlich sagen, war ein gutes Spiel von unseren Jungs. Es geht auch komplett in Ordnung, meiner Meinung nach. Also bin ich zufrieden. Wir müssen jetzt auch eigentlich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sicher im Achtelfinale der Champions League stehen. Bayern gewinnt 4:0 gegen Basel. Da haben wir ja letztes Mal ein wenig gepatzt, aber alles gut. Wir sind jetzt eigentlich sicher durch und deswegen bin ich da deutlich zufrieden mit. So, jetzt geht's wieder weiter in der Premier League ran und zwar gegen Norwich City. Wir sind 9 Punkte vor Chelsea. Das ist schon ganz schön krass und da kann auch niemand mehr richtig daran kommen, weil alle gleich viele Punkte haben, die direkten Verfolger von uns sind. Lacazette immer noch bester Torschütze in der Liga, ist da noch jemand von uns. Sanchez hat sogar auch 5 Tore und ist da auch mit drin. Und dennoch Ramsey mit seinen 4 Toren ist ebenfalls noch mit drin. Kaká wird wahrscheinlich bei den Vorlagen ganz vorne sein, aber das wird jetzt auch vorbei sein, da er sich ja leider verletzt hat und länger ausfällt als Özil. Und sobald Özil wieder fit ist, werden wir auf Özil auf jeden Fall wieder setzen. So, ich habe noch eine Umfrage für euch, fällt mir gerade ein. Und zwar oben rechts auf dem i werdet ihr wahrscheinlich eine Umfrage finden, wenn ich da dran denke, weil ich gerade so ein bisschen voraufnehme. Wollen wir den Vertrag von Kaká verlängern? Ich hatte jetzt schon 2-3 Kommentare von verschiedenen Leuten, die mir gesagt haben, verlänger den Vertrag von Kaká nochmal um ein Jahr. Der gefällt uns richtig, richtig gut. Wir können nochmal hier in die Statistik reinschauen. Aber Kaká hat echt eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Und ist auch, hat insgesamt 12 Einsätze, hat nicht am meisten Tore, hat 2 Tore gemacht und 4 Vorlagen. Also bei den Vorlagen ist er auf jeden Fall richtig, richtig weit vorne. Also überlegt es euch auf jeden Fall. Wollen wir mit Kaká nochmal ein Jahr verlängern? Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig starkes Backup für Özil. Und ich sag mal, Ren Adelaer ist noch nicht so fit, dass er da wirklich das erste Backup für Özil sein kann. Der kann natürlich irgendwann auf jeden Fall mal ein Backup für Özil sein. Aber ich würde auch nicht sagen, dass wir den jetzt schon nächste Saison als festes Backup einplanen können. Deswegen denkt auf jeden Fall oben an die Umfrage und fragt da, oder beziehungsweise stimmt da einfach mal ab, ob wir Ren Adelaer, beziehungsweise ob wir nicht Ren Adelaer, sondern ob wir Kaká noch ein Jahr halten wollen oder nicht. So, wir werden jetzt einfach mal hier ein bisschen umstellen. Wilshere ist auch wieder fit, der darf direkt auch mal ran. Hier wird wieder Koscielny spielen, Bellerin darf mal auf der Bank bleiben, oder ist Bellerin mehr angeschlagen oder Monreal? Ich glaube, ich lasse sogar erst mal Monreal auf der Bank und dann im nächsten Spiel Bellerin. Und hier wird dann auch nochmal Campbell spielen, der hat gerade eine gute Form. Und dann gehen wir so direkt ins nächste Spiel gegen Norwich. Lacazette ist auch auf der Bank, habt ihr gesehen, aber der hat sich auch mal Pause verdient und der wird da weiter vorne bei den Torschützen bleiben. Da bin ich mir ziemlich sicher und ich bin auch eigentlich recht zuversichtlich, dass er das am Ende der Saison gewinnen kann, weil er auf jeden Fall richtig, richtig stark ist. Wir spielen leider bei Regen, habe ich gerade gesehen. Das ist ein wenig ärgerlich. Aber naja, wir müssen damit klarkommen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Spiel gegen Norwich City. Schön gemacht und jetzt außen rauf aus Walcott. Der geht nochmal in die Mitte und macht ihn dann souverän rein. 24. Minute, wir gehen endlich mit 1:0 in Führung. Wir hatten wahrscheinlich 25% Ballbesitz oder sowas, weil Norwich da wirklich nicht rausgekommen ist. Die haben da die ganze Zeit den Ball wieder nach hinten geschoben. Jetzt haben wir unseren ersten Angriff und verwandeln ihn direkt. Ich hoffe mal, Norwich macht das jetzt ein bisschen mehr auf und wird nicht die ganze Zeit nur hinten rumspielen. Wenn wir den direkt wieder nach vorne köpfen können, Bellerin stark. Stark und jetzt Welbeck da durchschicken und das ist gut. Das ist richtig, richtig gut, was da gemacht wurde. Oh, guter Pass in die Lücke, da jetzt müssen wir aufpassen hinten. Wir müssen hinten besser stehen und das ist eine Großchance für Norwich. Die muss er nutzen, aber Čech vereitelt die Chance ganz gut. Ich weiß nicht, 100%ig, ob er da dran war, sah aber fast danach aus. Oh, das ist ein Fehler und den nutzen wir aus. Was macht der Keeper denn da? Wir setzen die gerade die ganze Zeit so krass unter Druck. So ein heftiges Pressing habe ich noch nie in meinem Leben in FIFA zustande bekommen. Aber jeder Spieler denkt hier gerade mit. Setzt ihr hier, seht da hinten Williams, setzt ihn unter Druck. Da wird schon der Spieler unter Druck gesetzt, sodass er zum Torwart spielen musste. Der wird direkt unter Druck gesetzt und dann macht Welbeck sein Tor. Wir setzen die so krass stark unter Druck. Das gefällt mir so gut, wie wir gerade spielen, auch wenn wir dafür nur 25% Ballbesitz oder sowas haben. Aber wir sind gnadenlos effektiv und machen hier das 2:0. Stark durchgeschoben. Jetzt außen mal ein wenig Platz gemacht und da haben wir Campbell. Der ist auch kein schlechter Mann. Campbell geht da gut in die Mitte, jetzt der Pass da durch. Und das ist im exzellenten Moment. Jetzt Welbeck kreuzt nochmal den Laufweg und dann erstmal Pech mit dem Pfosten und danach das 3:0. Wir sind eine Macht in der Liga. Wir sind wirklich eine Macht und Welbeck, nee, gar nicht Welbeck. War das, wer war das denn? Wenn das nicht Welbeck war?
War es Walcott? Ja, es war Walcott. Ich habe es gerade noch gesehen. Richtig, richtig stark gemacht. Hier nochmal mit dem angetäuschten Schuss. Dann geht er vorbei, hat ein bisschen Pech mit dem Pfosten. Und danach der Kopfball ins Netz. Wir gehen mit 2:0, mit 3:0 sogar in Führung. Stark gespielt, richtig stark gespielt. Der Ball kommt sogar durch. Jetzt der Pass in den Rückraum. Und warum rutscht er da so doof rein? Wilshere, der muss drin sein. Schön gestört, richtig, richtig stark gestört. Jetzt hinten rüber und der kommt perfekt. Nimm den mal direkt, Junge. Schade, 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 schade. Mal ein direktes Tor wäre auch nicht schlecht. Wäre ein bisschen mehr was für die Optik, aber leider hat es nicht geklappt. Das Spiel ist vorbei und wir gewinnen hier, sag ich mal, ziemlich erwartet mit 3:0. Richtig, richtig starke Partie von uns. Norwich ohne einen einzigen Torschuss. Also wir haben da schon richtig, richtig krass dominiert. Vielleicht nicht ganz so wie mit Bayern jetzt gerade in der Champions League gegen Real Madrid. Das war ja richtig überkrass. Falls ihr das nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall mal an der Bayern-Karriere vorbei. Was wir da gerade mit Real Madrid gemacht haben, das ist echt legendär. Das geht in die Geschichtsbücher ein. So, geht irgendjemand nach oben? Sieht nicht danach aus. Aber Bellerin hat bald die 80 und ist dann aus dem Training entlassen. Und dann können wir da für jemand anderen trainieren. Irgendeinen jüngeren Spieler noch. Aber wir sind deutlich vorne in der Liga. Das freut mich auf jeden Fall schon mal, weil dann können wir die Liga schon mal so ein wenig vernachlässigen, sage ich mal, wenn das das richtige Wort ist, auf jeden Fall da vielleicht auch mal den ein oder anderen schlechteren Spieler spielen lassen. Und hier seht ihr, Özil kann wieder ab nächstem Spiel dabei sein. Das freut mich auf jeden Fall riesig. Hier haben wir noch ein Torwarttalent, vielleicht könnten wir den irgendwie ausbilden. Oh, er ist ein gute Talente hier, muss man sagen. Der jetzt nicht ganz so, er auch nicht. Aber die ersten zwei, die waren echt auf jeden Fall nicht schlecht. Die konnte man auf jeden Fall mal verpflichten, genauso wie er hier. Er sieht auch ganz interessant aus, da müssen wir nochmal das Gehaltsbudget da vorne ein bisschen. Oh, wir haben so wenig Geld nur. Das wusste ich ja gar nicht. Wie viel brauchen wir dafür? So müsste es passen, ganz genau. Und die anderen, oh mein Gott. Können wir den noch irgendwie verpflichten? Nee. Oh mein Gott, da geht uns vielleicht der Größte durch die Lappen, sag ich mal. Weil Tifo, alter Schwede, der könnte so ein krasses Talent werden. Da müssen wir auf jeden Fall fortsetzen. Den müssen wir irgendwie verpflichten, weil das ist einer der heftigsten Spieler, die ich bisher jemals gesehen habe. Den müssen wir echt versuchen zu verpflichten. Bitte, bitte, bitte. Das muss irgendwie klappen. Mikel Arteta möchte in der nächsten Transferphase ganz gerne unseren Verein verlassen. Und ja, das soll es jetzt eigentlich von dieser Folge schon gewesen sein. Nächste Folge geht es dann auf jeden Fall weiter mit einem Spiel gegen den FC Bayern aus München. Das wird auf jeden Fall nochmal mega, mega interessant, weil da geht es so ein wenig darum, wer gewinnt jetzt letztendlich die Champions League und wer gewinnt die Champions League Gruppe, meine ich natürlich. Und da wollen wir auf jeden Fall ganz, ganz vorne mitspielen. Und wenn wir das gegen Bayern gewinnen, sind wir Erster. Unentschieden bleibt Bayern Erster. Und bei der Niederlage bleibt Bayern ebenfalls Erster. Also wir können da eigentlich nicht mehr rausrutschen, aber es geht halt noch um den ersten Platz. Damit sozusagen das wichtigste Gruppenspiel, was vor der Tür steht. Und ja, von dieser Folge soll es jetzt auf jeden Fall gewesen sein. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Checkt auf jeden Fall mal Twitter und Instagram ab, da bin ich immer ziemlich aktiv. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!